Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch eine weitere Folge von meiner Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, ich war wieder fleißig, habe mir wieder einiges angeschafft und das will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar seht ihr schon diesen schicken Raptor, auf dem ich sitze. Das ist das erste, was ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das der Razashi Raptor, beziehungsweise schnelle Razashi Raptor. Und den hat man damals aus, ja, Zul'Gurub bekommen, aus der 20-Mann-Instanz, die es zu Classic gab. Und das Ganze konnte man farmen bis, ja, Wrath of the Lich King. Ab Cataclysm wurde ja die Instanz neu gebastelt. Und zwar zu einer 5-Mann-Instanz umgebastelt. Heißt, seit Cataclysm kann man dieses Mount nicht mehr halten und man kriegt es quasi nur noch über einen Weg, und zwar den Black Market, den ich euch ja beim letzten Mal schon gezeigt hatte. Wir können jetzt einmal reinschauen. Razashi Raptor, das ist quasi den ich mir jetzt gekauft habe, und das ist der neue Razashi Raptor, den es jetzt quasi in der 5-Mann-Instanz gibt. Was hat der mich jetzt gekostet? Ich habe gezahlt, lasst mich nicht lügen, ich glaube 2,1 Millionen Gold. Plus nochmal 900.000 Gold Transaktionsgebühr, heißt etwa 3 Millionen, ein bisschen über 3 Millionen waren es, glaube ich, die ich insgesamt auf den Tisch gelegt habe. Jetzt fragt sich der ein oder andere, was heißt Transaktionsgebühr? Und zwar habe ich mir den nicht auf einen von meinen Servern gekauft, sondern ich glaube, das war, was war das, ein französischer oder ein russischer Server? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall einen Server, wo ich auf keinen Fall einen Char habe. Und da gibt es eine ganz nette Seite im Discord, die hatte ich das letzte Mal schon ein bisschen angesprochen, will ich euch jetzt heute vielleicht mal ein bisschen genauer zeigen, die quasi genau für solche Black Market Auktionshaus, Mounts, Toys, Pets, alles mögliche, was es gibt, den Service anbieten, quasi Gold hin und her zu tauschen, dass man sich halt dieses Zeug kaufen kann, denn das Ganze ist ja accountweit. Ich habe, wie gesagt, hier insgesamt 3 Millionen jetzt gezahlt mit der Gebühr zum Rüberhandeln, und muss sagen, 9 Millionen sind relativ viel. Ein paar Tage später war er auf Antonidas im Auktionshaus im Black Market und da ist er am Nachmittag schon auf 5, 6 Millionen hochgegangen. Also selbst mit der Gebühr, die ich gezahlt habe, habe ich wesentlich weniger zahlen müssen, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf Antonidas mitgeboten hätte auf das Mount. Deswegen kann das von Vorteil sein, weil man dann einen Mount oder ein anderes Item, was man dann haben möchte, auf einem Server bekommen kann, wo man vielleicht dann wesentlich weniger zahlen muss. Genau. Jetzt können wir einmal reingucken, und zwar heißt die Seite, also ich bin jetzt hier im Discord, wie ihr seht, und da bin ich auf der Discord-Seite, die nennt sich WoW Market. Und da gibt es halt verschiedene Dienstleister. Und da gibt es unter anderem auch Leute, die TCG-Mounts verkaufen. Ihr seht, hier haben die Leute relativ viele so TCG-Sachen. Also da, wenn ihr sowas kaufen wollt, ist das vielleicht auch euer Ding. Aber eins, was ganz praktisch ist, das nennt sich Black Market Requests. Und wenn wir da reinklicken, dann gibt es hier Leute, die bieten verschiedene Sachen an. Zum Beispiel der Typ hier, der verkauft am 12.11. Ich habe jetzt, man müsste jetzt noch ein bisschen weiter runter gehen, aber ist jetzt egal. Wir können jetzt auch hier reingucken. Hat der im Angebot vom Rogue, vom T3-Set, hier Gloves, Chest, Braces, Helm, Boots und so weiter. Also der bietet diese ganzen Sachen an, dann mehrere verschiedene Toys, das sind auch TCG-Toys, und hier auch Mounts. Also ihr seht zum Beispiel, das hier ist das Mount von Ruckmar. Dann haben wir hier den Raptor, den ich auch hier mir geholt habe, dann das Horridon Mount und noch viele, viele weitere. Also alles möglicherweise. Polarbär ist dabei, grüne Protodrache, der Drache aus dem steinernen Kern und so weiter. Also es sind relativ viele Mounts, und der hat das nicht alles auf seinem Server, sondern das sind Leute, die haben dann wieder 10 andere Leute unter sich, und die haben dann auf 30 verschiedenen Server jeweils Chars mit Gold, und die schauen dann halt, wo sie quasi Gold haben, was da im Black Market ist, und dann bieten sie dir halt an, diesen Handel zu machen. Du gibst denen halt das Gold auf deinem Server plus nochmal eine Gebühr quasi, und die geben es dir auf einem anderen Server, kannst dir das Ding ersteigern und dann dementsprechend ja, wieder den Char löschen, nachdem du das Item gelernt hast. Und das Gute ist bei den Leuten, die machen das so, wenn du dann Maximum geboten hast, also ich zum Beispiel habe gesagt, ich zahle 3 Millionen, das ist, oder 3,5 Millionen habe ich, glaube ich, gesagt, das ist mein Cap. Und wenn das dann über den Betrag rausgeht, bei Auktionen weiß man ja nie, da bieten ja mal andere Leute mit, dann geben dir das komplette Gold zurück und du musst auch keine Gebühr zahlen. Nur wenn du wirklich das Item selber gewinnst, dann zahlst du die Gebühr, und das ist eigentlich ganz schön. Dann kannst du auch sehr vielen verschiedenen Servern mitbieten, und da, wenn du es irgendwo günstigst ergatterst, hast du es halt und kannst es dann behalten. Genau, das ist soweit die Geschichte, wie das funktioniert. Und das Ganze heißt WoW Market, und es gibt halt auch, ja,
für verschiedene Regionen. Ich habe jetzt hier bei EU geguckt, im US-Bereich brauche ich nicht gucken. Und auf der Seite sind noch viele andere Sachen, die man vielleicht auch noch angucken könnte. Würde jetzt aber zu weit führen für die Geschichte, die ich jetzt mache. So, was ich euch jetzt noch zeigen wollte, es gibt noch vier andere Mounts, die man nur übers Black Market bekommt. Und zwar einer ist der Ratsashi Raptor. Dann gibt es den Zulianischen Tiger. Wo haben wir ihn denn? Hier, den habe ich mir das letzte Mal gekauft. Das ist das zweite Mount, das es hier nur in Tsuguru gab. Und da ja die Instanz raus ist, man nicht mehr bekommen kann. Da habe ich das letzte Mal 1 Million Gold für gezahlt. Dann verseuchter Protodrache. Das ist der Protodrache, den man damals im den man damals im Nax bekommen hat fürs Meta-Achievement. Das wurde rausgepatcht, als Uldura rauskam. Dementsprechend konnte man den auch nicht mehr holen. Ich habe mir den damals für 7 Millionen im Black Market gekauft. Und das letzte ist ist Immortan Core, da haben wir es. Ist dieser Kernhund, den gab es für den 10. Geburtstag. Da gab es im MC so ein Geburtstagsevent. Und da das Event ja jetzt nicht mehr ist, jetzt ist er schon 5 Jahre später, 15. Geburtstag, konnte man den auch nicht mehr holen. Ich habe mir den zum Glück damals so gespielt und musste mir den nicht im Black Market kaufen. Also sprich, das sind die vier Black Market Mounts, die man nur über den Black Market quasi bekommen kann. Ja, und ich habe mir diesmal halt den Raptor geschnabuliert und somit habe ich alle Only Black Market Mounts abgeschlossen und muss nichts mehr im Black Market eigentlich nachgucken, weil ich alles habe, was man draus holen kann, außer irgendwelche Transmog-Sets, T3 oder so. Das hätte ich jetzt nicht, aber das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht sonderlich. So, dann würde ich scha sagen, schauen wir das nächste an, was ich mir noch geholt habe. Und zwar, ich habe mir auch noch ein Pet geholt. Und zwar hier den Netherwelpen. Und diesen Netherwelpen, den bekommt man über eine Collector's Edition. Und der ein oder andere mag schon wissen, von was ich rede. Den bekommt man über die Collector's Edition von Burning Crusade. Dafür gibt es auch eine Heldentat, die ich irgendwo wahrscheinlich hier haben müsste. Genau, da haben wir sie. Collector's Edition Netherwelpen, also Burning Crusade, die Collector's Edition quasi sich holen. Ich habe mir die gekauft. Und zwar, lasst mich nicht lügen, glaube ich, bei eBay Kleinanzeigen habe ich mir die geholt. Ich versuche ja immer, die Quellen mit anzugeben, dass ihr da auf dem Stand seid. Und zwar habe ich dafür gezahlt 200 €. Hört sich jetzt viel an, aber tatsächlich ist das sogar ein moderater Preis für so eine alte Collector's Edition. Ihr müsst sehen, das ist 12, 13 Jahre altes Ding. Dass ich da noch eine original verschweißte gekriegt habe, ist da ganz gut. Ich habe sowohl quasi das Pad als auch die Collector's Edition hinter mir stehen, oder seitlich besser gesagt. Und ja, das Ganze war ein bisschen ein größeres Drama, kann ich euch sagen. Und zwar musste ich, weil im EU-Bereich kaputte Collect, also was heißt kaputte, aber die CD-Codes waren irgendwie nicht ganz so sauber von den Collector's Edition im BC-Bereich, im EU-Bereich wiederum. Und dementsprechend hat man dann das Pad nicht gleich gekriegt. Dann musste ich Teile von dieser Collector's Edition auseinanderschneiden und den Code und meine ganzen Account-Informationen und meine ganzen privaten Informationen alle zusammen. Und auch mein Battle.net musste ich was ausdrucken und das alles in den Brief reinbasteln, dann nach Frankreich schicken und dann hat das eine Woche gedauert und danach habe ich quasi mein Pad bekommen. Normalerweise hast du den CD-Code, den gibst du ein und hast das Pad, aber da diese Dinger kaputt waren oder zumindest manche Chargen ein bisschen kaputt waren, muss man das so machen. Und da gab es eine Weile lang dann nochmal ein extra Pad als kleine Entschuldigung sozusagen und zwar Lurkys Eye. Dieses Pad hier gab es dann für EU-Leute only, die so eine beschädigte Version hatten, noch dazu. Das Problem an der Geschichte ist, diese Aktion ging nur bis 2017, 18 irgendwie so, oder ich glaube 17 war es, also bis irgendwie Legion, glaube ich, ging das. Und dann hat Blizzard das Ding eingestellt und das Pad gibt es nicht mehr. Und es steht auch in dieser Anleitung drin, wie man jetzt, wenn man eine kaputte Burning Crusade Edition hat, quasi, wie man sein Pad kriegt, das dieses Lurky-Pad leider nicht mehr geliefert wird. Also dieses Pad werde ich nie kriegen können. Das ist ein bisschen schade, ja, bin ich ein bisschen traurig. Aber so ist es. Ja. Obwohl ich so eine der Betroffenen war und da auch noch Porto aufwenden musste und meine Collector's Edition teilweise schneiden musste. Was auch ein bisschen wehtut, wenn du da 200 € für zahlst und dann hast du diesen Code da rausschneiden und den Barcode von dem Ding musst du halt auch rausschneiden und so. Also, tut ein bisschen weh, muss ich sagen. Genau. Ja. Also jetzt habe ich die auch. Ich habe euch ja letztens schon gezeigt. Ich habe mir ja schon noch ein paar andere Collector Pets geholt. Jetzt fehlt mir nicht mehr so viel. Und zwar brauche ich jetzt noch die Diablo 3 Collector's Edition. Die von Wrath of the Lich King fehlt mir noch.
Dann das hier ist von der BlizzCon ein Pet. Das ist eins, was man in-game noch nicht entdeckt hatte. Das ist von Classic. Das ist auch von Classic. Das ist auch von Classic. Also die drei sind Classic. Und das hier ist noch ein BlizzCon-Pet. Beziehungsweise ich kann euch das einmal vielleicht ein bisschen schöner hier zeigen. Genau. Hier sieht man es. Da sind quasi die drei Pets. Also das hier ist Simple Armory, falls ihr das nicht kennt. Da kann man sie. Also das, kann man quasi sein Char so ein bisschen schöner aufgedröselt anschauen, was einem noch fehlt an Achievements, Mounts, Pets, Toys und diversen. Und hier sieht man ganz gut, ich brauche jetzt halt die drei Pets noch. Das sind, die kriegt man alle, wenn man die Classic Collector's Edition holt. Die ist ziemlich teuer, kann ich dir sagen. Dann hier quasi Rise of the Lich King Collector's Edition. Hier unten ist dann die Diablo. Die fehlt mir noch. Und jetzt muss ich das ein bisschen rüberziehen. Und dann sind hier noch die beiden Pets von der BlizzCon. Also das sind die ganzen BlizzCon-Pets. Da habe ich schon ziemlich viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die habe ich mir letztens mal geholt. Relativ günstig, aber das sind die beiden teureren. Ne? Also diese Space Marine und der normale Murloc. Die gab es einzeln von der BlizzCon. Und dann gibt es hier noch diesen Tyrael Schwertgriff. Und der ist aber sakrisch teuer. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir den jemals kaufen werde, weil der ist auch nicht in-game aufgezählt. Den hast du bei irgend so einem Turnier gekriegt, das damals, glaube ich, in Frankreich war oder so. War ich natürlich auch nicht und da sind die Codes tatsächlich sehr, 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 sehr teuer. Genau, das ist das, was mir an Pets quasi jetzt noch fehlt und mal gucken, wenn ich was günstig kriege, dann schlage ich halt immer zu. Hier das mit 200 € für, die ging jetzt einigermaßen. Genau, das waren soweit die Items, die ich mir geholt habe und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob irgendjemand von euch eine Burning Crusade Collector sich geholt hat und dieses Lurky-Pad noch dazu gekriegt hat. Das würde mich sehr interessieren, weil dann würde ich mich noch ein bisschen mehr ärgern. Ich habe es über GMs übrigens probiert, ne? Kriegst du nicht. Gut, lassen wir es jetzt gut sein. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.